Hallo liebe Eltern, willkommen zu Daily Theory. Ja, der gute Kaffee ist ein Genussmittel, auf das wir besonders am Morgen ungern verzichten. Denn während das da drin enthaltene Koffein uns antreibt und wach macht, ist die Wirkung auf das ungeborene Baby total umstritten. Darf man denn in der Schwangerschaft Kaffee trinken oder sollte man darauf verzichten? Antworten auf diese Fragen findet ihr in diesem Video. Direkt die gute Nachricht vorneweg. Kaffee ist in der Schwangerschaft nicht verboten. Aber Kaffeeliebhaberinnen sollten ihren Konsum deutlich reduzieren. Denn das von der werdenden Mama mit dem Kaffee aufgenommene Koffein gelangt ins Blut des ungeborenen Babys. Im Gegensatz zu uns Erwachsenen fehlen im Embryo jedoch Enzyme, um das Koffein abzubauen. Was das für das ungeborene Baby bedeutet, ist nach wie vor in der Wissenschaft umstritten. So gab es Studien, die eine erhöhte Anzahl an Fehlgeburten nachgewiesen haben, ein verringertes Körpergewicht bei der Geburt oder Schlafprobleme der Kinder, wenn die werdende Mama sehr viel Kaffee in der Schwangerschaft getrunken hat. Neuere Studien ergeben aber Entwarnung. Ein bisschen Kaffee in der Schwangerschaft ist okay. Ein moderater Koffeinkonsum schadet dem Baby nicht, sagen unter anderem die Wissenschaftler Ina Santos von der Federal University of Pilates in Brasilien. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erlaubt werdenden Müttern deswegen 300 Milligramm Koffein am Tag. Das sind 1 bis 2 Tassen Kaffee, 3 Tassen schwarzer Tee oder 1 Liter Cola. Übrigens, Kaffee ist nicht nur in der Schwangerschaft ein Thema. Auch Mütter, die stillen, sollten sich mit dem Kaffee mäßigen und möglichst nicht mehr 1 bis 2 Tassen am Tag trinken. Speziell zu frühgeborene Babys verarbeiten das Koffein langsamer und reagieren zum Beispiel mit Schlafproblemen darauf. Am besten genießen stillende Mamas ihren Kaffee unmittelbar nach dem Stillen. Bis zur nächsten Stilleinheit ist ein Teil des Koffeins so schon wieder abgebaut. Während Kaffee in Maßen in der Schwangerschaft in Ordnung ist, sollten werdende Mütter doch auf andere Lebensmittel verzichten. Dazu gehören unter anderem Alkohol, Rohmilchkäse, rohes Fleisch wie Mett oder Tartar, rohe Wurstsorten wie Salami oder roher Schinken, roher Fisch wie Räucherlachs oder Sushi und auch auf Softeis sollte verzichtet werden. Zu dem Thema Ernährung in der Schwangerschaft habe ich schon mal ein Video gemacht und das kannst du dir ansehen, indem du einfach da oben drauf klickst. Meine Frau hat während der Schwangerschaft komplett auf Kaffee verzichtet, einfach weil sie sich viel zu viel Sorgen gemacht hat. Aber das sollte jede Mama da draußen für sich selbst entscheiden. Ich hoffe, ich konnte euch alle wichtigen Fragen zu dem Thema Kaffee in der Schwangerschaft beantworten. Wenn ja, zeigt es mir, indem ihr einfach mal auf den Like-Button drückt. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.